Oh, guck mal, die haben kleine Babys gemacht. Oh, oh Mordano mögen sie nicht. Was denn? Mordano, lauf! Lauf! Nein. Genau, bau dich nach oben. Oh Gott. Ihr dürft ihn nicht angreifen. Oh Gott! Zu spät! Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Freedom. Pidizzle, der Gleitschirm-Spezialist, ist heute natürlich nicht allein, sondern mit dabei sind Mordano. Oh, er will mich bewerfen. Mordano, wo ist denn hier der Rest? Ich versuche jetzt hier noch irgendjemanden... Ich weiß es nicht. Aber ich glaube... Was, der ist doch, ich dachte, es wäre eine Maid. Aber der ist so klein, der versteckt sich. Oh, nein. Hey, yeah. Ich stehe doch hier hinter euch. Hallo. Oh, hallo, nackter Zombie. Du kannst eine Leiter tragen, Alter. Wie stark ist das Kind? Und vor allen Dingen, wieso baut er da eine Leiter hin? Sag mal. Oh. Ich klettere. Hallo. Trainierst du deine Arme? Ja. Junge, der hat einen Bizeps und eine Körperspannung, die ist unglaublich. Aua. Alter. Wo sieht die nicht, dass die Maids hier in irgendeiner... Wer hat denn hier eine Maid angebunden? Ich? Das soll ich doch weg. Ja, aber das ist doch kein... Die ist doch ein richtiger... Hä, die soll auf mein Haus aufpassen. Okay. Dafür ist die da. Hey, das sieht so mies aus. Pass besser auf. Zombie, vorsichtig. Nicht, dass du hier noch eingekerkert wirst. Ja, meine Damen... Ich bin... Wie, was ist hier los? Wieso... Ach, jetzt bin ich wieder Pidizzle. Alter, sie haben meine geheime Identität gesehen. Schnell weg. So, Leute, heute geht's in die Welt der Dinosaurier. Das hoffe ich zumindest. Denn wir sollten jetzt mal mit dem guten alten Professor Ende ein bisschen talken. Denn der meinte ja, es geht los. Denn in der letzten Folge, falls ihr die noch nicht gesehen habt, schaut sie euch auf jeden Fall an. Denn dort meinte er, dass ein YouTuber in einer Dinosaurierwelt gesichtet wurde. Hey Palle, seid ihr bereit für eure große Reise? Ja, ich hab's zwar noch nicht gepackt, Professor Ende. Ich muss noch irgendwie einen Schlüpper aus dem Koffer holen. Sehr gut. Wenn ihr alle Vorbereitungen abgeschlossen habt, dann geht in den Teleporter. Aber bitte nehmt so wenig mit wie möglich. Eine kleine Dia-Rüstung, ein paar Werkzeuge und ein bisschen Essen. Mehr Ausrüstung gibt es in der Welt der Dinosaurier. Okidoki, Professor Ende. Hey Manu, ich hab für deine wöchentliche Dosis. Aber ich bin dir selber. Nein! Zombie nicht! Bin frei! Oh Gott! Das war so ein richtig, richtig nerviger Schrei. Kennt ihr das? Alter, ist das cool mit dem Gleiter. Was? Manuel, sei nicht traurig. Vielleicht gibt's ja in der Dinosaurierwelt Orse. Bitte nur ein bisschen Drogen. Nein, bitte. Drogen sind schlecht. Ich schieß für dich. Ihn ab wieder. Ich krieg diese Schwein. Ich hab zu viel Leben. Oh, Manuel. Mach dir Drogen. Mach ihn nicht unsterblich. Falls ihr übrigens ein paar Lehrertipps wollt, geheime Lehrertipps mit Pidizzle in der gestrigen Mario Party Folge, ja, habe ich euch nehmt ein paar nice Sachen genannt. Und irgendwie habe ich fälschlicherweise gesagt Tombstone Power Bomb. Aber es gibt scheinbar nur den Tombstone Pile Driver oder so. Ich wurde von den WWE Wrestling Experten richtig fertig gemacht. Aber ich meinte daraufhin, in meiner Welt ist es die Tombstone Power Bomb. Das hast du auch schon 100-mal gesagt. Ja, yeah, das ist ein bisschen komisch. So, Edgar. Hey, Palle. Wenn ihr von eurer Reise wieder zurück seid, müssen unbedingt ein paar Gerichtsverhandlungen angesetzt werden. Es gibt viele Dinge, die im Dorf passiert sind. Ich weiß nicht. Das war 100 pro Mann. Zombie mit einer Maske. Okay. Jetzt aber erstmal viel Erfolg auf eurer Reise. Bringt mir diesen YouTuber bloß heil zurück nach Freedom. Okidoki. Nein, Manuel! Alter, geil. Hoffentlich habe ich die jetzt eingesammelt. Nee. Nein. Manuel, warte, ich mach den. Nein. Ich mach dir ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst. Okay. Ich habe keine Idee, was ich dir bieten kann. Nein, hat hier einer komm mal mit. Manuel, warte. Komm mal mit. Manu, ich kann es nicht mit ansehen, wie dich die Drogen zerstören. Ja, so gut. Hier, die Wache, die kriegt das jetzt. Wie bist du? Pass auf, da. Was machst du denn? Hier. Hä? Was machst du? Ich. Manu. Sage nein zu Drogen. Ich hol sie. Leute, nein! Vorsichtig! Wasser! Da vorne ist Wasser! Zombie! Wie viel hattest du noch? 1,5 Herzen. Du bist ja auch mega reingetunkt, ey. Oh, warte mal, ich wollte mich jetzt ganz kurz auch nochmal von Caitlin verabschieden. Denn, ja, die ist da unten jetzt ja auch. Ich weiß gar nicht, ob du mich noch erkennt. Caitlin! Hast du noch was? Ich hab sie mal. Manuel! Eben machst du so eine traumhafte, rührende Geschichte und jetzt
willst du denn hier mit diesem Gleiter? Immer wie die Bekloppte und die komische schwarze Maid, die... Warte mal, ist das jetzt eigentlich ein Kerl? Ist es der Kerl-Skin? Weil sonst hat sie tatsächlich ein paar nackte Boobies. Alina! So. Zack. Hey, Palle. Hey, Caitlin, ich wollte mich nur von dir verabschieden. Was? Warum? Werde ich hingerichtet? Nein! Caitlin, es passiert gar nichts. Ganz ehrlich, warum sollten wir dich denn hinrichten? Also, gibt doch gar keinen Grund dazu. Paluten, du kennst unser Dorf. Vielleicht ist ja alles doch möglich. Ja, gut, sie scheint unser Dorf doch, glaube ich, ganz gut zu kennen. Ja, das stimmt, Caitlin. Wie lange muss ich eigentlich noch hier bleiben? Sehr gute Frage. Ich könnte das ja mal mit dem Freedom-Tribunal abklären, ob du deine Strafe tatsächlich schon abgesessen hast. Na, ich würde sagen, 2 Jahre. Nee, da möchte ich ganz gerne die Zuschauer fragen. Die sind ja nämlich das Freedom-Tribunal. Leute, ihr könnt jetzt oben rechts abstimmen. Ist Caitlin rehabilitiert? Hat sie ihre Strafe genug abgesessen? Darf sie wieder in die Stadt zurückkehren? Oder muss sie weiterhin in den Kohleminen schuften? Und im Oder tot durch Amboss. Nein, kein Tod durch Amboss. Das ist nicht die Lösung auf alles, Manuel. Ich lese das auch immer jetzt unter den anderen Folgen. Da ist dann einfach random so, oh, da, ja, Tod durch Amboss. So bei Sachen, die auch gar nicht Minecraft-related sind. Bei dem Polizeisimulator war das zum Beispiel so. Ja, Tod zu schnell durch gefahren, Tod durch Amboss. Ja, wo ist die Option Tod durch Amboss? Okidoki, Leute. Warte mal, dann packe ich mal ein paar Sachen ins ME-System. Leute, equippt euch die... Was ist hier passiert? Und die lootet das... Was? Meine Maid ist tot. Ja, die hat Selbstmord begangen. Nur weil ich die ganze Zeit Spaß habe, oder was? Alter. Das ist Palutens Maid? Ja, das ist... Nee, Heiß, hast du eine neue für mich? Nein, wir haben keine mehr. Ey, Heiße. Leute, ist das jetzt ein männlicher oder ein weiblicher Skin? Das ist ein männlicher. Guck mal, du musst oben drauf gucken, dann siehst du sein Gesicht. Ich sehe doch, ja, seh doch sein Gesicht. Ach so. Aber es sieht halt wie der Specs Standarddingens aus. So, warte mal, ich muss jetzt hier mal... Leute, equippt euch schon mal ein bisschen Dia-Stissel. Mehr dürfen wir scheinbar nicht mitnehmen. Okay. So, warte mal, ich hab doch... Hä, wo ist... Dia? Ah, hier, okay. Dia-Brust, Dia-Füßchen. Zack, da brauche ich... Ah, nee, eine Hose ist hier auch. Schwerter hab ich Gott sei Dank genügend. Die Schallbrille, den Kleider. Stimmt, ich hab die einen Sachen... Ach Mann, ey, das Schleimhaustier würde ich gerne mitnehmen. Aber ich habe keine Lust, dass es irgendwie verschwindet. Zack, zack, zack. Boah, sehe ich cool aus. Wieso? Ja, pass auf. Okay, ich guck mal das. Warte, spoiler mich noch nicht. Ich muss mich erst ein bisschen anziehen. Brustplatte. Kommt das hier weg? Das auf die 2. Ja, so ein bisschen Steak. Leine brauche ich auch nicht. Obwohl, einen Goldapfel könnte ich vielleicht mal mitnehmen. Ein paar Dias auch. Dias-Schwert weg. Und nochmal ein. Ah, komm. Karotten. Alter, wie viele Karotten wir haben. Okay, du. Hallo! Du sollst dir eine Dia-Rüstung anziehen! Ja, hab ich doch halb. Ja, aber nur halb. Okidoki, Freedom Squad, seid ihr bereit? Ja! Ja! Okidoki, dann geht es ab in die Welt der Dinosaurier. Oh Gott. Was bin ich? Du bist wieder... Groß! Du bist wieder Manuel! Ich bin auch wieder groß! Alter, ich bin 3 Meter größer als vorher! Warte mal, hab ich noch einen Schwanz? Ich hab meinen Schwanz nicht mehr! Wo ist denn meine Antenne? Alter! Du machst das wieder zurück! Ich will wieder klein sein, Professor Ente! Du kleiner Aslak, dich mach ich fertig! Professor Ente, was geht jetzt ab? Gar nichts! Oh nein. Leute. Ich hab das Gefühl, dass das Hologramm gerade nicht sonderlich gut... Es schreibt hier irgendwie Paute die Verbi. Also scheinbar ist irgendwas mit der Verbindung nicht ganz in Ordnung. Meins? Alter, na ach Mann. Ja, möchtest du das haben hier? Ja, Alter, da liegt ein Steak drin. Alter. Ein Steak? Meins? Ha, was ist jetzt habe ich 7 Steaks. Höh, ich hab nur noch einen Level. Du bist ein Mensch. Hä? Was kann ich damit tun? Ah, das ist du musst es auch auf den Rücken packen. Und hier geht's hoch, Panikibö. Oh, was auf. Denn? Manuel, Manu, du bekommst immer noch Fallschaden. Du musst echt aufpassen. Ich hab Angst um dich. Alles NP. Alles no problemo, Alter. Hui.
Das ist ein Dodo. Hey! Ey, das ist der größte Spaß, den ich je hatte. Was geht denn? Huf, wer bist du denn? Was ist ein Reverse Creeper, Alter? Was ist denn mit seinem... Was ist denn mit seinem... Alter, ich hab Kraut der Häuser, Vorsicht! Wenn er explodiert. Was? Ja, das ist ja echt so. Hey. Alter! Was? Direkt hinter... Hey, Leute! Die komm sie rein. Schlagen mich! Die Erde schlägt mich! Nein, das sind Skelette hinter dir. Da, nein, da war... Ich nein, ohne Seht ihr diese riesige Erde. Explosion? Oh Gott! Oh Gott! Hilfe! Was war das? Dodo? Alter, der hat die komplette Erde einfach umgedreht? Ja, der hat ein Haus gebaut. Ja, das ist doch richtig nett. Der hat einfach nur die Erde nach oben gedreht. Hallo, Dodos, na? Hallo. Ich hab ein Dodo-Ei. Mängel! Oh, so, hier ist die Erde. Ich wollte... Sorry, das war ein Reflex. Es ist in mich reingefahren. Was denn? In mir ist Erde. Wie, in dir ist Erde? Oh Gott, ich hab Erde getötet und ich hab das aufgelutscht. War geil. Das ist aufgelutscht. Oh Mann, ey. Okay. Oh, wo sind wir hier? Oh. Eine Sternschnuppe! Da oben ist eine Sternschnuppe reingekracht. Aber ich mach mir ich hab so ein bisschen Angst. Ja. Oh Gott, das ist ein anderer Creeper. Verlust Achtung. Ich hab sie. Hier ist ein Concussion Creeper. Oh oh. Ich will nicht wissen, was der kann. Wow! Oh, die teleportiert einen. Die erinnern mich an die Creeper bei Clash. Die konnten auch richtig komische Sachen. Ich frag mich, ob der... Das ist ein Dinosaurier. Ja, hier ist ein freaking... Wow. Der ist bestimmt nett. Leute? Was? Ich wurde runtergeportet, weil da wieder ein Reverse-Creeper war. Ja, dann passt lieber auf. Ja, hier vorne ist auch noch ein freaking T-Rex. Warte mal, da hinten ist... Warte, hier, nimm mal. Ich hab was für dich. Ja, was denn? Achte, Alter, aua. Ich möchte mich eben übrigens bei dir entschuldigen, Manuel. Ich hab kurzzeitig als ein Dodo dachte ich, du wärst gewesen. Und dann habe ich direkt aus Reflex Manuel geschrien. Dabei war es der bösartige... Autsch! Was ist das denn? Brillenzombie. Mann! Oh, was ist das denn jetzt hier? Light Creeper, Vorsicht! Ein Licht Creeper! Ich will sehen, ich will sehen. Ja, was passiert bei dem? Lol! Ey, das sind doch voll die geilen Creeper, die helfen uns voll. Naja, die einbauen Haus, die anderen machen Licht. Hier ist Kacke, Manu! Ich hab Kacke aufgehoben, ich hab Kacke aufgehoben! Alter, wo? Ja. Was seid ihr denn für Kleine? Warte, ich werf dir einen Kacke raus. Ist das ein Ei? Oh, was für eine Animation. Das kann man werfen. Werf Palut mit Kacke ab. Nein, nee, wirf mich nicht mit Kacke ab. Oh. Seid ihr freundlich, oder? Hier ist überall Kot. Oh, guck mal, die haben kleine Babys gemacht. Oh, Maudano mögen sie nicht. Was denn? Maudano, lauf! Lauf! Genau, bau dich nach oben. Oh Gott. Ihr dürft ihn nicht angreifen. Oh Gott. Zu spät. Wir müssen kämpfen. Ich bin raus. Oh Gott. Komm einfach hier längs. Kommt hier längs. Oh, Vorsicht, der T-Rex! Die ganz kleinen hauen mich in den T-Rex! Ah! Oh, hier sind noch ein paar Creeper. Lass uns hier reingehen. Komm. Ich komme nicht rüber. Pass auf. Oh Gott, ich hab aus Versehen nicht geschlagen. Flieg hoch, Manuel, flieg hoch. Was ist das? Was ist passiert? Keine Ahnung. Palette? Ja? Was ist das? Wo ist Maudado? Ja, ich bin noch hier hinten. Okay, wir müssen Entscheidung treffen. Maudado, wir sehen uns im nächsten Leben. Ja. Ich komm schon zu euch. Bleib mal da stehen, Paluten. Ja. Guck dir einmal diese tolle Kot-Animation an. Bleib da stehen. Ja. Achte. Geil, oder? Und jetzt in dein Gesicht. Nein. Maudado? Nein, Maudado, komm schnell rüber. Oh Gott. Hilfe. Was denn? Kommen näher. Lauf! Okidoki, meine Damen und Herren, der Freedom Squad hat hier ein paar Probleme, vor allen Dingen in Bezug auf Professor Ente. Und ich möchte... Rette dich! Oh Gott, da kam noch eine Sternschnuppe runter. Leute, morgen um 14 Uhr geht es weiter in alter Frische. Schaut bei Maudado German Let's Play und Zombie vorbei. Die sind alle ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao! Tschüss. Ciao, ciao!